Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Jo, es geht weiter. Und zwar, wir brauchen mal kurz den, nicht den Panzer, das Auto, den Panzer hätte ich gern, aber da wollen wir jetzt dran arbeiten, als größeres Ziel wieder. Ja, ich weiß nicht, wie schnell wir das erreichen können, aber ja, das ist einfach mal das Ziel, wo ich gesetzt habe. Was ist denn das? Bobmonium. Wir müssen aber hier noch ein bisschen Aliens aus dem Weg räumen, sonst nerven die uns nachher wieder. Und das wollen wir ja nicht. So, mal gucken, und nervt uns da der Wald? Nee, ja, ich weiß noch nicht. Moment. Ja, da nervt uns erstmal ein Stein. Was ist denn das? Ah, wieder so ein Template-Tree. So, das ist ein Forward-Posten hier. Warte mal, den räuchern wir gleich aus. Hihihihi. So, wir treiben mal wieder die Beißer-Evolution hoch. Ja, genau, verbraucht hier mal ein bisschen Muni. Körmer haben wir ja eigentlich genug. Wir können da wirklich eine Riesenbasis angehen. So, ich mache halt meine gemeine Taktik hier, weil sie funktioniert, aber die funktioniert halt auch nur so gut, weil ich Automatic Fill habe, ja, praktisch, dass die mir die Munition einlegt in die Türme. Wenn ich das von Hand machen müsste, das ging auch, aber das wäre ein bisschen kritischer. So, das war das. Forschung ist schon wieder fertig. So eine mobile Batterie wäre ja auch interessant, dann könnten wir es mit Lasertürmen machen, die ganze Aktion. Aber wir haben eigentlich von der Handmunition haben wir ja genug, ne? Effekt übertragen, okay, das haben wir jetzt dann auch langsam. Edelstein verarbeiten gibt es hier auch. So, das wollen wir auch irgendwann machen, aber das, da brauchen wir diese komischen Moduldinger dann zum Forschen. So, das macht uns hier das ganze Ferrus-Schlatsch und so weiter. Kubrick-Ohr-Dust und so weiter und so fort. Das ist die Verarbeitung, okay, und da haben wir noch Batterie 2 dann. So, weiter geht's. So, warte mal, was haben wir? Was macht denn der hier? Wenn er zu mir nahe kommt, ach, der haut hier ab, oder wie? So, das habe ich jetzt mal mit meiner Fahrzeugwaffe machen können. So, ich mache hier mal einen Ball mit Türmchen. So, wie gesagt, ich habe genug Türme dabei. 45 Türme reichen auf jeden Fall. Munition haben wir ja auch genug durchs Einsammeln bekommen wieder. So. Zack. Ja, das ist einfach schon fast zu einfach, ne? Aber ja. So, jetzt wird das hier erstmal frei. Hier ist ein größerer Wald dazwischen, aber wenn ich jetzt mal hier bedenke, naja gut, wir müssen dann hier eine Mauer ziehen. Warte mal, hier muss aber erstmal ein bisschen Wald weg hier. Den können wir abschießen. Ja, ich bin am überlegen, ob ich das Nest ausräuche oder nicht. Am sichersten wäre das einfach, ne? Weil dann wird es nicht auf den Piss gehen. Da ist so ein Felsen, ja, den kannst du lang beschießen, bis der mal kaputt bröselt. Ah, da müssen wir. Ja, da muss ich aussteigen, weil sonst ist es wieder zu blöd. Sonst eier ich da eh dagegen. So, abtragen, abtragen. Abtragen. Ja, ich habe auch mal ein bisschen Stein abgelegt, aber jetzt kriegt man halt wieder neuen Stein, ne? So, verschwinde. Ja, das Nest müssen wir zerlegen. Das ist ja so blöd. Am Waldrand. Die kommen rum. Wenn ich da abbaue, dann kriegen die nämlich die volle Dröhnung. Dann sind die high. Sozusagen. So, nicht so nah ran. Vorsicht, wir wissen es ja. Ah, verdammt, nein, 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 nein,
War. Das war Lasertürme. Oh. Ja, das war jetzt blöd. Ich habe die falschen Türme genommen, ja. Das sind mir jetzt welche kaputt gegangen, oder? Nee. Ah ja, nee, die sind beschädigt worden. So, das war jetzt natürlich total blöd. Mit Lasertürmen, das wäre schön, aber die haben ja keinen Akku, also ich kann die ja nicht aufladen, so wirklich. Ja, ich könnte eine Solarzelle daneben bauen, genau, das wäre die einzigste Methode. Aber das ist ein bisschen unhandlich dann die ganze Zeit, hier immer lasse Solarzellen aufbauen. So, aber es ging gerade mal noch gut hier, was ist denn das? Electrofining, was ist denn das? Hä? Electrofining Cell MKZ. Was ist denn das? MK2? MK1? Was macht das? Ore Powderizer? Ach, das ist Puderdingsbums da. Hm, was macht das hier? Ich weiß es nicht. Wird geforscht. Beziehungsweise, warte mal. Das kommt aus Hydrofining. Also es kommt hier von dem her, aber es kommt schon auf der elektrotechnischen Schlackenverarbeitung. Erzraffination. Hm. Wärmetauschung haben wir da gebraucht. Ja, ich weiß es nicht, für was das gut ist. Wir werden es vielleicht rausfinden. So, jetzt probieren wir das Ganze nochmal, aber bitte mit den richtigen Türmen. So, hier brauchen wir möglichst alle Türme, wo wir haben. Weil das ein riesen Nest hier ist. So. Ja, manchmal wird mal eine Munition ein bisschen verbraucht. Weil ich weiß nicht, die schießen zwar, aber die Round wird ja manchmal überhaupt nicht wirklich großartig verbraucht. Da fehlen dann ein paar Schuss, aber wie er das dann macht, ob der intern da dann abrundet sozusagen irgendwann. Weil sonst haben wir ja hier absolut überhaupt keinen wirklichen Munitionsverbrauch, ne? So, na ja, gut. 20 Türme reichen auf jeden Fall, so wie es ausschaut. Ja, das ganze Nest ist schon erledigt. Dann haben wir hier noch was. Naja, die Evolution geht doch nur mäßig hoch, okay. Also da ist keine großartige Gefahr zu erwarten. Und wenn uns die Aliens einfach zu einfach werden irgendwann, dann können wir wirklich noch einen Gang höher schalten. Ich habe den Mod zwar da, aber ich habe ihn nicht aktiviert. Dann können wir halt nochmal ein Brikett auflegen. Naja, das ist mitten im Wald. Über irgendeine Ressource. Was haben wir da? Rubid. Mittelgroßer Speier, aber die sind noch nicht ganz groß. Okay, dann haben wir noch eine Chance. Ja, ich weiß jetzt nicht, die sind zwar schon stark, die einen da. So, ich muss jetzt hier erstmal wieder eine Schneise finden, wobei die haben auch ein Problem, wenn sie durch den Wald müssen. Im Prinzip ist es wie wenn ich einen Ameisenhaufen angreife, ne? Hä? Mir fehlen doch wieder ein paar Türme. Ach, da habe ich noch zwei stehen lassen, ich Trollo. Die habe ich übersehen. Ja, ich fahre mal rückwärts. Warum geht jetzt schon wieder? Also so hell ist doch noch nicht. Bei 50% geht er schon immer aus hier. Wo ist denn der Turm? Hä? Ach hier. Moment. Ich sehe ihn gar nicht. Hä? Bin's blöd? Wo sind die Türme? Hey. Hä? Seht ihr hier noch einen Turm stehen? Ich nicht. Ah nee, hier. Quatsch. Hier stehen sie. Ah. Aber die sieht man fast nicht hier in den zwischen den ganzen Alien-Müll hier. So. Jetzt machen wir hier weiter. Weil ich hatte 45, deswegen habe ich mich jetzt gerade gewundert. So, die müssen sich jetzt hier durch die Bäume quälen. Aber ich habe halt da ein bisschen Problem wegen den Bäumen.
Mal gucken, ob ich da irgendwie, ohne dass ich da was beschädige an meinen Türmen, dass ich hier durchkomme. So, dann machen wir hier mal den Deckel auf, sozusagen. So, ich habe eine Überraschung für euch. Schöne frische Türme. So, lalalalalalala. Ich meine, die Kampfroboter würden sie immer angreifen, oder die Bauroboter, meine ich. Deswegen werde ich die immer von Hand setzen müssen, hier die Türme. Aber abtragen kann ich sie später dann anders. So, mal gucken. Habt ihr alle? Ja, das ist frei von Aliens. Sehr schön. So. Ich glaube, das reicht vorläufig einmal. Da haben wir jetzt wieder einen Bereich geschaffen, der okay ist. Dann können wir hier eigentlich gucken, dass wir das jetzt hier irgendwie einzäunen. So, da wird man mal noch ein bisschen roten müssen. Mit Raketen geht es einfach, aber ja, haben wir jetzt gerade nicht. Das haben wir das Auto getroffen, ja, schön. So, und weg mit euch blöden Bäumen. Genau, da muss ich wieder gegen einen fahren. So, jetzt hat er. Das ist ein ganz schön großes Feld, ne? Ah, da kann man noch ein bisschen roten. Da müssen wir doch eine größere Mauerausstülpung bauen, wie ich eigentlich vorhatte. Das heißt, wir bauen auch noch ein paar Lasertürmchen. Forschung ist beendet. Electric Refining. Das könnte aber sein, dass es eine elektrische Erzverarbeitung ist. Das kann natürlich sein. Ich weiß nicht, was Winding heißt. So, Batterie 2. Was ist das? Lithium-Kobalt-Oxid. Aha, da braucht man Lithium-Kobalt. Da kann man Lithium-Ionen-Batterien machen. Okay. Die sind dann wahrscheinlich ein bisschen besser von der Kapazität her. So. Okay. Ja, jetzt ist wieder die Sache, wo ziehe ich jetzt die Grenze, ne? Wo baue ich jetzt dann die Mauer rum? Mein Gut, da ist eh wieder ein Gewässer. Das können wir zwar zuschütten, wenn es uns groß stört. Aber ja. Ja, Knacks, Knacks. Knacks. Wieder mal alles Mögliche anfahren, was geht. So, wir können zumindest mal die Mauer so bauen, dass das passt hier, ne? Jetzt habe ich halt keinen Anhaltspunkt, weil die Mauer einfach fehlt. So, wenn wir jetzt von hier ausgehen, hier mal hochfahren. Ja, fast noch, wenn knapp. Wir gehen noch ein bisschen weiter an die Waldgrenze. Einen machen wir noch. Ja, da wäre jetzt wieder Rubinerz. Ah, Mensch. Dann gucken wir, dass wir das auch noch mit in den Zirkel nehmen. So.
Ah, dann ist gut, würde ich sagen. So. Hier wird eine Kante sein. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir da zur Rande kommen. So. Jetzt haben wir natürlich wieder Strom. Geht das schon mal irgendwie? Ja. Beziehungsweise genau nach da unten wird ja die Mauer gehen. Das heißt, den Strommast wird man hier hinbauen. Ne, da bringt er mir gar nichts. Ach, ich mach's einfach mal so, wie ich es für richtig halt. Also hier. Jetzt steige ich aber mal im Auto aus, bevor ich hier noch irgendwas kaputt fahre. Das ist immer so laut, das Automotorgeräusch. Wenn er elektrisch fährt, dann dürfte es ja eigentlich gar kein Geräusch mehr geben. Ich glaube, das haben sie im Spiel nicht so drin. So, jetzt brauchen wir natürlich hier wieder Mauern. Ja, das gehört halt jetzt dazu. Das müssen wir auf jeden Fall absichern, weil sonst haben wir hier ein Problem. Das kann weg. Ja, das eine Nest hier hätte ich vielleicht noch hier, aber das können wir immer noch zerstören. Das ist halt so eine Ausstülpung. Das ist nicht schön, aber sonst hätten wir hier noch weiter, dann könnten wir noch weiter runter gehen, ne? Aber ja, das machen wir jetzt nicht. Auf jeden Fall finden die Batterien jetzt dann wieder Anwendung. Ja, die Forschung stockt gerade schon wieder. Warum? Irgendwas ist schon wieder los. Ja, das merkt man immer gleich. Und die Mauern gehen mir aus. Okay. Das war aber abzusehen. Ach, da ist ein Felsen im Weg. Weg mit dir. So. So. Und dann natürlich dazwischen noch welche bauen, ne? Aber jetzt erstmal grob. Und hier brauchen wir noch mal ein bisschen Wumms. Aua, das war ich selber. Verschwindet. Aua, wieder was abbekommen. Weg mit dir. So. Jetzt können wir hier noch mal Strommast bauen. Die Ecke haben wir schon abgesichert hier. So. Jawohl. Ja, das passt jetzt mal zufälligerweise nicht, wie ich das bräuchte. Dann mache ich das so, dass es passt. Und von hier gehen wir jetzt wieder weiter. So. Ja, ihr steht im Weg wahrscheinlich, das weiß ich jetzt schon. Und ihr steht auch im Weg, das weiß ich auch jetzt schon. So, hier mit meiner Knarre können wir das punktgenau entfernen, hier die Bäume, die wir nicht brauchen. Das Kronzchen haben wir gesagt, schließen wir mit ein, weil wir das auch abbauen werden. Das wird man aber erstmal lagern. Wir werden hier einfach Lagerhäuser hinbauen. Soweit weiß ich nicht, ob es gehen wird hier mit den Strommästen. Ja, doch schon, aber ja, erstmal hier Stopp machen. Das Forschung ist beendet. Titanverarbeitung, okay. Titanplatten, ja, okay. Wir müssen gucken, aus was Titan überhaupt besteht. Titanspitzhacken.
Forschung. Die Bäume können auch gleich verschwinden, das sage ich jetzt schon. So. Das war das, jetzt bauen wir noch Mauern. Ja, da können wir wieder ein Stück von der Mauer abtragen. Wir müssen mal gucken, weil wir den hier hoch wollen, aber viel Mauer ist es einfach nicht, ne? So viel Mauer ist es gar nicht, was wir hier jetzt sparen können. So, der Radar bleibt hier trotzdem aber erstmal stehen, würde ich sagen. Gut, später, wenn wir bessere Radare haben, können wir da dann gucken. Hier müssen wir die EGE wieder gesondert einfassen. Dann nehme ich mal wieder ein paar Türmchen. Moment. Der ist falsch. Aber nur der, okay. Nicht, dass die alle jetzt falsch gesetzt sind. So, den setzen wir nur noch einen nach oben dann. Dahin und... Hä? Sei hier für ein Stück zusammen produziert. So müsste es passen, ja. Genau, immer an den Ecken mache ich drei Türme hin, auf jeden Fall. Und dann sollten wir hier einfach auch dazwischen setzen. So, die Frage ist wohin? Ich glaube, hier passt am besten. So, hier müssen wir da abtragen. Der kommt da weg. Ich meine, da könnten wir jetzt aber die Strommasten absammeln, weil wir die dann eh anders machen. Der Kreis wird größer. Aber da dürfte ja nochmal nichts passieren. Nee, weil das eine Ringleitung ist. Also kann ich die schon mal mitnehmen. So, weg mit euch. Ja, bis nach dem See hier, dann nehmen wir das eine Bobmoniumfeld noch mit oder was es ist. Ja, das habe ich erst neu gebaut und jetzt reiße ich die ganze Geschichte schon wieder ab, ne? Ja, aber wir haben halt nicht gewusst, dass wir hier das mehrphasige Öl jetzt noch erobern wollen. Ja, aber es ist nie was sicher, beständig ist die Änderung, hat man meist immer gesagt. So, okay, und da hatte er irgendwie recht gehabt. So. Aber den See da, ich weiß nicht, ob ich den brauche, wenn nicht, lege ich mir selber einen an. Ich meine, ich hätte das Waterfill installiert. Da kann ich ja dann Seen erstellen, wie ich möchte. Aber naja, wenn wir Wasser brauchen, können wir ja auch die Wasserpumpen bauen. So ist es nicht. Wir haben ja das eingeschaltet, dass wir Grundbohrungen machen können, sozusagen, dass überall Wasser ist. Egal, wo wir bohren. Gut, das ist ein bisschen hier vereinfacht dann. Normalerweise gibt es halt Stellen, wo Wasser ist und wo nicht, ne? Habe ich aber noch nie gekontrolliert. Ich habe das immer schon so gelassen, die Einstellung. Weil ich sag, warum soll ich es mir dann noch knüppelharter machen, wie es jetzt schon ist? Ansonsten müssten wir halt einfach irgendwie mal so Wasserquellen machen mit diesen komischen Pumpen da, wo es halt gibt, diese Offshore-Pumpen. So. Hier könnte man verschwinden, hier, ihr Bäume. Haben wir uns hier mal einen Bereich, ich weiß nicht, ob es, weil hier kommt jetzt das Feld hier, ja. Ah ja, da müssen wir noch ein bisschen weiter raus, bis ungefähr, bis hierher ungefähr, bis hier circa. Das wird einfach mal so eine Ausstellung. Die sieht zwar nicht schön aus, aber ja. Die nehmen wir uns ja jetzt einfach mal vor. So, können wir da mal kurz wieder... Ich habe das Auto stehen lassen oben. Oder? M? Ja. Das habe ich stehen lassen. Hätte ich es eingesammelt. Aber daran denkt man ja mal wieder nicht, ne?
So, Titanverarbeitung ist auch gleich durch. So, jetzt mache ich das folgendermaßen, jetzt durchs Auto abbauen. Mauern. Kuh. Jetzt machen wir hier weiter mit den Mauern. Mir die entfernen hier, wo das ein bisschen stören. So, jetzt mache ich erstmal hier einspurig die Mauer hoch. Da ist die Forschung auch schon wieder durch. So. Und jetzt passen wir die Mauer mal nach unserer Struktur der Türme an. Wie wir die Türme eben setzen. Beziehungsweise nach unserem Stromnetz. Ja, wir können die schon mal hier in die Richtung gucken lassen. Aber es macht normalerweise nichts. Die richten sich ja eh im Kampf aus und bleiben dann in der Position. Die gehen nicht immer wieder zurück. Wenn die halt wieder zurückschwingen werden, dann wäre es nachher ein bisschen blöd. Ineffizient, wenn die sich immer erst hindrehen müssten zum Feind. Aber wie gesagt, das tun sie ja nicht. Die bleiben ja in der Position stehen dann. Halt. Ja, jetzt bauen wir mal die Mauer fertig, würde ich sagen. Halt. So. Wollen wir nicht noch ein bisschen rausgehen? Wo wäre denn der nächste Strommast? Der wäre hier. Gut, das bringt uns auch nichts. Doch, wir gehen auch eins weiter raus, aber wir müssen halt den hier ein wenig versetzen. Dann machen wir folgendes. Hier wird man eine Kante machen. So. Das ist die innere Mauer und dann geht die Mauer hier rum. So. Und in die Richtung. So, vielleicht reicht sogar das eine so mit einfacher Mauer einzuzäunen, also dass die Steine reichen, das meine ich, aber es glaube ich weniger. Haben wir noch? Nee, es reicht auf jeden Fall nicht. Ein paar Mauern müssen wir zuholen. Ja, da müssen wir ein bisschen zufüttern. So, Titan ist fertig. Was ist denn das? Express-Greifarme. Greifarme, die noch schneller als die schnellen Greifarme sind. Okay. Wie geht denn das mit Titan? Ah ja, verstehe. Boah. Ja, wie schnell sind dann die? Das will ich dann mal sehen. Da braucht man schnellere Bänder, weil sonst lohnt sich das ja gar nicht. Also da haben sie wirklich Zeug reingebuttert hier. Das ist ohne Ende. Das, da staunt man wirklich ohne Ende. Das wollte ich so sagen. So, jetzt haben wir halt wieder so eine Folge, wo wir halt hier eine Ausstülpung machen. Aber es muss leider sein, die Aliens schlafen ja nicht, also die könnten uns ja mal angreifen. Und da müssen wir vorsorgen. Besser vorsorgen als nachsorgen, ne? Sag ich mal lieber. Ja, lieber vorher was wegoperieren, bevor es ausbricht, ne? Wenn man es vorher halt schon sieht, bevor es ein riesen Klotz wird, sozusagen. Also wenn wir jetzt mal von der Medizintechnik reden, ne? Wenn man einen kleinen Tumor wegmacht, ist es immer besser, wie wenn man einen großen dann rumoperieren muss. Wo man dann eigentlich fast schon keine Chance mehr hat. Weil er halt dann schon so verwachsen ist und so groß ist, dass du ein Problem kriegst. So, das war das. Dann können wir noch ein paar Türme setzen, die wir übrig haben. Und dann müssen wir neue bauen. Da müssen wir auch Material holen gehen. Unter anderem vielleicht noch ein paar Strommästle. Die reichen nämlich nicht. Aber ein 50er Stack wird reichen. Ja, auch nicht wirklich. Wir brauchen noch mehr. Wenn wir da mal. Da können wir nämlich ganz viele von den Erzförderern hinbauen. Haben wir eigentlich schon Erzförderer 3? Das wäre jetzt einmal interessant. Ja, hätten wir, wenn wir Kobaltstahlträger hätten und wenn wir Messingzahnräder hätten, ne? Die können Abbaukraft 6.
Naja, gut. Haben wir das gleiche Abbaugebiet. Aber sonst, naja. Geht halt dann nicht ganz so schnell als die Abbaukraft hier. So. Jetzt könnten wir hier eigentlich. Naja, gut, nee, wir machen mal hier die Grundversorgung mit Türmen. Jetzt machen wir den hier noch in die Richtung. Da sieht es schöner aus. Ja, genau. Der wieder genau da, wo er nicht hin braucht. Den einen können wir uns eigentlich auch schenken da. Naja, ich lasse ihn jetzt einfach mal stehen. Da können wir mal schon mal einen setzen. Für später. Aber wir brauchen halt noch mal so 20 Stück oder so. Naja, 20 werden es nicht sein. Ich schätze mal so an die 40 oder so. Was wir noch Lasertürme brauchen. Ja, doch, es könnte hinkommen. So, Expressarme sind fertig. Was haben wir jetzt hier? Gepanzerte Eisenbahn. Okay. Gepanzerte Lokomotive. Ja, wenn man es braucht. Titanplatten braucht man dafür. Und gepanzerte Güterwagen. Wobei, ich hatte eigentlich immer nur das Problem, dass sie mir die Lok zerstört haben. Die Güterwaggons haben sie ganz gelassen, die Aliens. Geschütztürme 4 kommt hier dann noch. Okay. Ah, jetzt brauchen wir schon 70 Mal. Ach, drum dauert die Forschung jetzt ein bisschen länger. Das ist das Problem. Ah ja, ich habe schon gedacht, ist da irgendwas im Argen wieder? Dass wir keine blauen Flaschen mehr produzieren. Aber da könnte es sein, dass die Truhe leer wird. Weil da haben wir ja nur eine Handeinlage gemacht, ne? Dass wir nur so von Hand immer nachfüllen. So. Mal ganz kurz stoppen. Ah ja, wir müssen auf jeden Fall ein neues Radar bauen. Naja, natürlich der Radarbereich hier könnte natürlich noch ein bisschen weiter nach raus. Dann müssen wir es halt hier einfach hinklatschen. Was soll's? Dann ist es halt so. Das ist so ein aufbauendes System. Wenn wir jetzt natürlich die Dreierradare hätten, müssten wir unser Radargrid noch mal ein bisschen überarbeiten. Oder wir lassen es so, wie es ist und tun dann halt die einfach anschließen an die anderen. Die sind jetzt nicht unbedingt jetzt hier leistungsfähiger oder vielleicht das, naja, das Sektorscan ist vielleicht ein wenig schneller, aber hier innen dann lohnt sich ja eh nicht mehr, da brauchen sie ja kein Sektormesscan. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier viel Platz. Ich meine, das Band hier zeugt noch von der alten Grenze hier. Ah ja. Okay. Die Zinnplatten sind leer. Sehe ich jetzt gerade einfach mal. So, ich bleib glaube mal hier stehen, hier außen. Ah ja. Genau, die Lagerhalle ist vollgelaufen und die ist auch bald voll hier. Beziehungsweise, naja gut, die wird ja gar nicht mehr. Die wird ja gar nicht beliefert hier mehr. Aber die hier ist voll. Ja. Wir haben das gemacht. Ach so, da haben wir. Naja gut, das ist ja kein Problem. Da bauen wir einfach daneben jetzt eine neue Lagerhalle hin. Darum ist hier nichts mehr los. Ja, wenn man da mal eine Weile nicht da ist, dann passieren Dinge, ne? Böse Dinge. So, das lohnt nicht, da weiter rüber zu gehen. Also machen wir es so. Greif, 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 greif. So. Oder so machen wir das mal hier. Naja, macht eigentlich auch keinen Unterschied. So, ja gut, das kann hier dann reingelagert werden. Ich habe mir überlegt, ob ich die Belader anders setzen soll, aber das geht ja so auch dann. Ja, und schon läuft die Sache wieder. Wie schaut denn eigentlich der Strom aus hier momentan? Okay, Halbzeit haben wir auf jeden Fall.
100 solche Turbinen haben, okay. Da kann man ja auch ganz leicht ausrechnen, wie viel man da kriegen. Also 100 Megawatt ist unsere Maximalkapazität. Ja, da sind wir so ein bisschen über die Halbzeit. So, auf jeden Fall, das war jetzt hier wichtig. Ihr habt gesehen, dass halt, wenn da immer was voll läuft, dann stockt die ganze Geschichte, ne? So, da noch mal ein paar Granaten, die kannst du wieder haben. So. Okay, was brauche ich noch? Strommasten habe ich gesagt. Was habe ich hier noch? Schnelle Greifarme, okay. Wobei wir da mal ausgleichen können. So. Okay, was brauche ich sonst noch? Stahl könnte ich heute was mitnehmen. Eisenplatten könnte ich auch mal wieder ein paar vertragen. Und die Forschung ist durch. Was geht ins nächste? Ja, ja, genau. Geschütztürme. Was gibt's denn da? Geschütztürme 4. Das gibt ein Geschützturm 3. Naja, gut. Der Geschützturm 3. Was hat denn der? Reichweite 21. Feuergeschwindigkeit bla bla bla. Schadensbonus 60%. Was haben die hier? Reichweite 30. Na, die sind trotzdem noch besser. Sind zwar ein bisschen schwächer, aber ja. Da wollen wir jetzt mal drinnen rummäkeln. So, was brauche ich sonst noch? Ja, ich brauche jetzt auf jeden Fall erstmal Batterien. Und diese elektrischen Schaltkreise. Sonst wird es blöd. Solche Deckel können wir auch mal ein paar mitnehmen. Halt, was mache ich denn da für ein Quatsch? Die 40 können wieder reingelagert werden. So. Die Schaltkreise. Und dann nehme ich mir gleich mal eine große Dosis mit hier, weil wir brauchen ja ein paar Lasertürme. Und jetzt ist noch zu den Batterien. Komme ich da schon hin? Nein. Okay, noch ein Stück weiter hinlaufen. So, jetzt reicht's. Mal 400 Batterien. Das gibt wie viele Türme? 33. Okay. Was wird denn leer? So, was fehlt? Batterien wieder, okay. 33 Türme. Müssten eigentlich reichen. So, die speisen wir wieder hier rein. Und was fehlt jetzt wieder? Stahl haben wir ein bisschen abgenommen und die elektrischen grundlegenden Schaltkreise hier. So, komm her. Ach, machen wir das mal so, wenn wir frische. Da hat sich also das Silizium hier sozusagen aufgedingst hier. Oder Quarz, sagt man irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Das ist, glaube ich, aber Silizium. So. Jetzt. Stahl wollte ich noch mitnehmen. Genau. Den lassen wir da. So. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, dann sind wir eigentlich schon wieder durch für heute. Wo habe ich mein Auto stehen lassen? Da unten irgendwo. Und dann mache ich das einfach mal noch fertig mit der Mauer, würde ich sagen. Genau, Mauern muss ich noch holen. Mauern muss ich noch holen. Da könnt ihr noch mal kurz dabei bleiben. Ja, toll. Warte mal. Wir machen das so. Ich nehme das Auto in die Tasche und dann hole ich mir die Mauern hier raus. Ich glaube, 4 Stacks reichen. Kann das sein? Nee, ich nehme mal lieber 5 Stacks mit. Gut, Leute, dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Das nächste Mal geht es also weiter. Da wird dann die Mauer stehen und dann machen wir uns da dran, vielleicht mal schon mal das mehrphasige Öl anzuzapfen. Ne? Ja, also tschüss, sagt euer Legolas.